Willkommen zurück zu Baldo Elemental Temples. Wir haben jetzt hier unten im Wassertempel ein bisschen was zu erledigen. Wir haben nämlich das Wasser ein bisschen höher steigen lassen und haben jetzt mit einem Bobo gekuschelt. Der wollte kuscheln. Konnte nichts machen. Moment. Ernsthaft? Ich sage jetzt nichts dazu, dass das Wasser gestiegen war und die Steine auch, ne? Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Auch darüber kann man sich jetzt... sind keine Steine. Das ist, Holz. Holz, das so schwer ist wie Stein. Cool, das Wasser hat aufgehalten, dass er spuckt. Okay. Wasser läuft da durch. Das ist jetzt gerade echt doof von mir. Diese Dinger sind echt nervig. Man muss schon vorher auf die werfen, dann passiert auch nichts. Dann gehen wir jetzt hier rein und haben hier auch wieder einen Wächter. Das war so klar. Es muss immer mit einem Wächter zusammenhängen, oder? Warum hast du... Ach egal, ich frag lieber mal nicht. Den Trank nicht genommen, weil ich vergessen habe, P zu drücken. Oh, komm nun, Drecksack. So. Na komm, du kommst hier irgendwo hoch und dann... Nein, da ist echt einer hinter mir aufgetaucht. Ich glaub's nicht. Wie schlecht. So, jetzt laufen wir erstmal weg. Gibt er sich ein, kommt jetzt hier wieder raus. So. Und wieder weg. Und wieder her und wieder weg und wieder her und wieder heck. Weg, weg, her, weg, heck, weg. Na endlich. Oh, halt, den Trank nehmen wir mit. Yay, ich hab's geschafft.
Okay, den haben wir jetzt auch. Das heißt, da haben wir das Rätselslösung geschafft. Jetzt fehlt uns nur noch auf der linken Seite das Rätselslösung. War das hier? Ne, es war noch einen weiter runter, ne? Das heißt, hier muss ich das Rätsel lösen. Wie komme ich hier runter oder hoch oder wie auch immer? Und vier Stück. Da ist eine Fackel. Kriegen das auf? Anderen Weg gibt es gar nicht. Außer unten lang. Aber unten lang kann ich nicht, weil da kein Stein ist. Oder? Wartet mal. Nee. Wo haben wir die Karte? Achso, muss ich drücken. Ja, da geht's hoch, genau. Und da brauche ich den Stein. Damit ich da hochkomme, muss ich da hin. Ist da irgendwas unten mit dem Stein muss es sein. Frage, die ich mir stelle. Ah. Okay, also es hat was damit zu tun. Krieg ich den Stein jetzt runter? Ist kein Stein, den ich hätte verschieben können. So, da ist kein Stein und da ist nur was. Ist aber nix. Ich brauche irgendwo von oben her einen Stein. Kann ich Steine aber auch nicht verschieben von A nach B, oder? Ne, hier kann ich auch nicht runter. Hier renne ich nur im Kreis. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas ganz drastisches. Irgendwas übersehe ich. Da ging es runter. Da kam ich hoch und konnte da lang. Da war ich da, da war ich da. Da kam ich zu dem. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas ganz Spezielles. Den Gang bin ich schon mal durch. Müsste das Wasser ja unten eigentlich hier weg sein. Kann auch nichts durchschieben oder so, ne? Und da kann ich nicht durch, ne. Muss hier irgendwie von oben runterfallen. Also muss es oben sein.
Frage ist, wo oben? Wie oben? Was oben? Es würde aber auch gar keinen Sinn ergeben, weil... Habe ich hier irgendwo eine Schlüsseltür übersehen? Ich habe ja noch einen zweiten Schlüssel. Wisst ihr, was Sinn ergeben würde? Könnte Sinn ergeben, wenn ich jetzt richtig denke, dass hier vielleicht noch irgendwo eine Schlüsseltür ist und die habe ich nur nicht gesehen. Nein, aber hier ist Wasser. Darf ich hier vielleicht runter? Oha. Zeig das doch auf der Karte an. Ich habe die Tür zwar gesehen, aber ich dachte halt, wir müssen erst das Wasser... Ja, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, im Dungeon, wir müssen das Wasser ablaufen lassen. Dann komme ich jetzt also von hier auf die andere Seite. Wieso werden die eigentlich nicht dadurch verletzt? Egal. Ich glaube eh nicht, dass es hier was zu holen gibt. Ah, kommen wir nochmal zu dem Thema hier, ne? Ich muss sie 100%ig besiegen. Wenn hier die Vase ist, dann... What the? Nur für so einen halben... Na egal. So. Ach, hier darf ich auch rüber? Okay. Das ist nur, um zu zeigen, dass hier was ist. Okay. Akzeptiere ich? Warte mal, soll ich das jetzt so zurückschieben? Für die andere Seite. Ja, ein Herzteil. Wir reden jetzt nicht über hier Logik oder Unlogik. Nein, ich muss nochmal hoch, oder? Ja. Wunderbar, das wollte ich haben. Ich könnte manchmal bei den Folgen echt so viel Zeit sparen, ne? Wenn ich einfach nur manchmal mein Hirn einschalten würde. Ist ernsthaft? So.
Das ist jetzt so ein elendig langer Weg, das hier zu schieben. Aber dann haben wir da gleich auch den nächsten Kristall. So. Oh, wir haben es geschafft. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Die Dungeons sind nicht schwer. Es ist nur Hirnschmalz, was man hier braucht. Und nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne wie ich, so 10 Sekunden so. Was? Der letzte Schlüssel. Nochmal ein Kampf gegen so einen. Ja. Natürlich. Den einen Treffer, den gönne ich dir nicht. Den gönne ich dir schon eher. Na, weg. WTF, warum? Ich hinterfrag jetzt mal nicht, warum man nicht seine Phase gewechselt hat in Form von Vergraben. Yay. Habt ihr das gehört? Das klang erfolgreich. Kristall des Wassers. Dieser uralte Kristall verströmt eine mysteriöse Energie. Er ist einer der vier Siegel des Dukosi-Heiligtums. Okay. Muss ja eigentlich so sein, dass er sich wieder zeigt, oder? Tja, damit haben wir den zweiten Dungeon abgeschlossen. Dann mal zurück zum Wasserfall. So. Und Nummer 2. Wir haben noch 2 Stück. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das heißt, die Hälfte haben wir schon. So, wir gucken mal, wo ist die andere Hälfte jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Da gibt es den dritten Schlüssel zum Tempel des Lichts. Ich möchte doch mal zum Tempel des Lichts gehen. Ist mal so das Leichte und dann kommt das Schwere. Nee, diese Wächter sind leider nicht leicht.
hätte gerne, dass sie leicht wären. Wobei, wenn man das Muster kennt, dann sind sie entsprechend leicht. Wieder ein Staubbeutel. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Da komme ich doch nicht zum Tempel. Nein. Diese Karte bringt mich noch um den Verstand. Doch, so komme ich zum Tempel. Genauso. Komme nämlich zu beiden Tempeln. Ich muss sie einfach nur einmal außen lang und dann... Jetzt ernsthaft. Coole Kettenreaktion. Einer ist jetzt unten. Okay. Hui, das war knapp. Das war knapp. Okay, dann würde ich sagen, mal wieder enden wir in einer Höhle. Na. Okay, bevor wir hier dann doch in der Höhle enden und ich dann wieder die ganze Mist da... Sondern ich höre hier irgendwo noch eine andere Spinne. Danke. Wenn ich hier nochmal gegen die kämpfen muss, die mir tierisch auf den Nerv gehen. Gehen wir aus der Hülle noch raus. Und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer True. Haut rein. Tschüss.